Ja, für die, die gerade zuschauen und gerade vielleicht dazuschalten, ein herzliches Willkommen. Wir sind wieder dabei bei dem Thema Mission kurzer Vermietung. Unser Projekt in Essen. Unser heißt, das ist der Kelvin und meine Wenigkeit. Wir haben uns ja über einen Podcast kennengelernt und uns dann entschlossen, ein gemeinsames Projekt zu starten. Und zwar haben wir in Essen ein kleines Apartment, was gerade leer stand und sich daher anbot. Richten wir gerade ein. Wir möblieren es gerade und bestücken das mit allem, was dazugehört. Angefangen von Servietten über, weiß nicht, Papierkorb bis Teller, Gläser und natürlich Möbel und so weiter und so fort. Und das ganze Projekt ist ja schon recht weit fortgeschritten. Ich weiß, ob ihr alles gesehen habt. Wenn nicht, wir haben davon, ich glaube, 5, 6 oder 7 Teile schon gedreht. Ähnlich wie hier in so einem Live-Call-Format. Ja, heute sind wir recht weit vorangeschritten. Wir haben vom Objekt her, ich würde sagen, bestimmt 80, 85% fertig. Wir würden jetzt eigentlich kurz ist relativ bei uns immer, aber wir würden jetzt auf jeden Fall abstimmen wollen, wo wir stehen, was noch offen ist, was fehlt vor allem, und dann eigentlich die finalen Züge vorbereiten. Und jetzt stelle ich meinen spannenden Co-Autor, den Kopf hinter diesem Projekt, den one and only Kelvin. Kelvin, a warm welcome. Vielen Dank für die großen Worte eines großartigen Mannes. Ja, ich bin ja, sehr gespannt. Es hat sich tatsächlich sehr viel getan. Auch wenn ihr jetzt denkt, das ist doch alles mal im Dezember und Januar gewesen. Naja, täuscht euch nicht. Es hat sich sehr, sehr viel getan in der letzten Zeit. Und ja, es gab ein, zwei kleine Hürden und 3, 4, 5 Wasserschäden, die dazwischen gefunkt haben. Aber jetzt sind wir in den absolut finalen Zügen. Es fehlen noch Mini-Kleinigkeiten, aber alles, was eine große Lieferzeit hat, ist jetzt durch. Genau. Und es hat schon sehr viel Gestalt angenommen. Du warst schon drinne, du weißt schon, wie es wirkt. Ich war noch nicht da. Ja, ich gucke gleich gerne mal ein paar Impressionen, können wir mal durchaus mal zeigen. Ich gucke mal gerade kurz in der Zwischenzeit, dass ich ein paar finde. Ich habe es gerade schon gehört, also normalerweise ist das so bei so einem, egal was man aufzeichnet, ob es ein Podcast ist, ein Live-Call ist oder wie jetzt, wo wir hier live sind, normalerweise gehen wir hin und man stimmt was ab, man bespricht die Themen vorher, vielleicht mal sogar noch ein kleines Skript sollen einige machen. Ihr müsst dazu wissen, wir beide haben jetzt uns vorbereitet. Ich glaube, wir haben uns die einzige Vorbereitung, die wir gebraucht haben, ist, wir mussten den richtigen Account finden, mit dem wir online gehen konnten. Das war das Einzige, was uns bis jetzt aufgehalten hat. Ansonsten haben wir dazu uns abgesprochen. Null? Übertreibe ich da oder? Nee, wir wissen grob, worum es geht, weil wir ja beide ins Projekt involviert sind, aber das war es dann auch schon. Genau, aber groß geplant ist das nicht. Also das heißt, wir machen ja alles on the fly. Und daher habe ich auch noch keine Fotos rausgesucht für euch. Aber ich kann ja mal gerne mal zeigen. Ja, das sind einmal. Ich mache mal kurz meinen Bildschirmfreigabe. Kevin, du wirst verschwinden, nicht erschrecken. Siehst du das, was ich sehe? Oh Also, yes, ich sehe das, was du siehst. das ist schon mal sehr gut. This is our bed, wie man es unschwer erkennen kann. Ein Irritiere schönes ich dich jetzt? Leiterregal, Genau, die schönes Leiter und so Leiterregal an der weiter. Seite. Ja. Ist noch in Arbeit. Ich gucke mal noch, ich habe noch schönere Fotos. Aber was auf jeden Fall ich unbedingt mit dem Bild zeigen wollte, ist, es kommt das Bett mit der Kombi mit der Tapete. Ist echt mega, Kelvin. Ich habe das jetzt auch schon vielen Leuten gezeigt, auch mal gepostet. Und es kommt echt mega, mega cool an. Also das ist echt voll getroffen. Ne? Anders kann man es nicht sagen. Und ich weiß, Sehr man sollte gut. sich selber loben und das alles mit Eigenlob stinkt und so weiter. Ne? Aber da hast du echt sehr, sehr guten Riecher bewiesen, finde ich. Muchas gracias an dieser Stelle. Vielen Dank. Bitte, Ja. schön. 10 Euro überweisen Sie bitte per PayPal. Genau, Bett ist abgedeckt, wie ihr seht. Also da ist alles in Vorbereitung.
Hier sieht man auf jeden Fall schön den Balkon. Der ist noch nicht der Sichtschutz drauf, damit alle drauf ist, am Geländer. Was hier links da steht, das ist dieses Teil. Das ist eigentlich so ein Raumtrenner und Garderobe zugleich. Der kommt noch später woanders hin. Die Lampe ist noch nicht final. Die Sitzgruppe ist eigentlich anders gedacht. Die zwei kleineren Sessel sind eigentlich für einen Tisch, also für so einen Esstisch. Ja, Küchentisch kann man nicht dazu sagen, weil du hast ja hier Wohn- und Essraum zusammen. Und der Sessel ist einfach so als, ja, Lesesessel oder sowas gedacht, ne? Und der Karton, ja, da sind halt noch irgendwelche Sachen drin. Dasselbe nochmal, andere Perspektive. Ach, die Uhr hängt noch nicht an der Wand. Siehst du, die Uhr ist noch da oben drauf gerade. Die ist aber schon an der Ja. Wand mittlerweile. Ich mache immer schneller, weil das sind immer irgendwie selbe Bilder irgendwie. Ach, guck mal, Küche fehlt auch noch. Kelvin, ich glaube, ich muss mal die aktuellen Bilder raussuchen. Hier siehst du noch den Fliesenspiegel nur, ne? Da unten schon Aber irgendwelche. was ja schön, die ganzen Leute, die jetzt reinschauen, die vor Wochen schon mal reingeguckt haben, die kennen ja nicht mal den neuen Fliesenspiegel. Und ich finde, wenn man das sieht im Vergleich zum alten Fliesenspiegel, dann sieht das jetzt schon mal ziemlich nice aus. Und wenn ihr jetzt gleich noch ein Bild von der Küche seht, dann fallt ihr aus den Latschen, wenn ihr euch die alte Küche anguckt. Also da ist auf jeden Fall einiges passiert. Ja, also die alte Küche kann ich auch noch mal kurz holen. Ist ja nicht so, als wenn ich nicht genug Bilder hätte. Bist du über deinen eigenen Schatten gesprungen in der Küche? Ich springe nur noch über meinen Schatten. Man nennt mich den Schattenspringer, glaube ich. So, und zwar habe ich, warte mal. Weil die Küche, die sah vorher auf jeden Fall anders aus. Achso, das ist die Zusammenstellung. Genau, Küche muss auf jeden Fall nochmal vielleicht zwei Sätze gleich noch zu erzählen, wie es dazu kam, wie wir die zusammengestellt haben und wie wir die schwierig und mit Aufwand und mit allen möglichen an Kunst. Ah ja, das ist ein gutes Bild hier. Ich kann dir mal ein anderes Bild zeigen. Und zwar sah die Küche zwischendurch immer so aus. Da haben wir gerade den Fliesenspiegel abgemacht. Also man sieht ja den Fliesenspiegel. Das sind ja diese. Es war eine Zeit lang ja in, dass man so weiße Fliesen hat, die mit so einer Marmoroptik quasi, aber nur angesprüht sind. Ne? Also das soll ja nur wie Marmor aussehen, also wie Naturstein. Aber letztendlich ist es halt nur Farbe. Da ist so eine graue Farbe drauf gespritzt. Ne? Das war mal halt zu der Zeit ist Baujahr 90. Ne? Also zu der Zeit war das halt in. Und was man auf jeden Fall sieht, ist, der Fliesenspiegel ging nur bis hier. Ne? Also der ging nicht ganz bis rechts in die Nische rein. Den haben wir so dann noch verlängert, weil die Küche stand vorher auch nur bis hier. Ne? Das waren nur zwei Elemente, jetzt haben wir halt drei Elemente da drin. Genau. Das einmal kurz so als ja, Abschweifer. Dann gucken wir weiter, wo wir gerade waren. Was du ganz vergessen haben, Kevin. Wenn jemand Fragen hat, der kann ja gerne in den Kommentar reinschreiben. Haben wir noch gar nicht gesagt. Ne? Genau. Und wir müssen auch Fragen Kommentare einfach gucken. mal überall reinhauen. Wir nehmen uns die Genau. letzte Viertelstunde dann Zeit dafür. Und jetzt ist es eigentlich auch tatsächlich so, dass wir beide viel beschäftigten Menschen uns auch nur gegenseitig so ein bisschen updaten, weil wir so im normalen Alltag gar nicht dazu kommen. Und dann nutzen wir gerne dieses Live und nehmen euch gleich mit und updaten dann. Wir machen heute auch die finale Bestellliste, was noch offen ist. Und genau, nehmen euch einmal in diesen letzten Feinschliffprozess, bevor dann wirklich nur noch Pflänzchen fehlen und zwei, drei, vier, fünf Bücher, dass es gemütlicher wird. Ja, genau. So viel vielleicht zum heutigen Ablauf, falls ihr euch wundert, warum es hier so ein bisschen durcheinander ist. Durcheinander wirkt es nur. Es ist tatsächlich aufgeräumter denn je. Genau. Ich kann Und es ich bin. unterstreichen. Aber wie Kevin sagte, wenn ihr Fragen habt, bitte gerne Kommentare rein. Wir haben immer das Konzept gehabt, dass wir einfach sagen, wir gucken nicht immer, laufen die Kommentare rein. Daher haben wir immer gesagt, im letzten 15 Minuten, 20 Minuten, da gucken wir einfach mal rein, was an Kommentaren kam und beantworten diese dann. Solltest du das Video jetzt nicht live sehen, sondern eine Aufzeichnung, dann kannst du auch gerne kommentieren. Die Kommentare sehen wir halt auch und beantworten dementsprechend natürlich auch. So, Kelvin, hier waren wir stehen geblieben. Genau, also wie du siehst, das Stück war halt noch nicht da und die Fliesen ein anderes Format und andere Farbe hatten die gehabt, als diese jetzt haben. Okay, der will nicht. Jetzt will er.
Dann haben wir das Badezimmer. Ja, also zum einen, wir haben hier unsere noch nicht gelöste Baustelle mit dem Spiegelschrank. Wir haben als einzige Lichtquelle momentan diesen Spiegelschrank hier mit dieser LED-Rückwandbeleuchtung. Man sieht, wenn man genau hinschaut, hier unten rechts so einen weißen Kreis. Es ist so, wenn man das Licht einschaltet, dann kriegt der Schrank Strom und dann muss man hier einmal so tasten. Das ist also auch ganz easy, außer du hast nasse Finger, dann geht das nicht, dann erkennt er irgendwie den Finger nicht. Aber du musst jetzt nichts drücken oder so. Man muss also einfach nur mit dem Finger so ein bisschen drankommen, dann geht das an. Nur das Blöde ist halt, zum einen, es ist nicht sehr hell. Also ich finde es reicht nicht als primäre Quelle, finde ich. Und du machst Licht an, dann erwartest du ja, dass das Licht ja auch angeht. Ne? Und nicht erst, dass du erst reingehen musst in den Raum und dann halt was tasten musst. Ne? Ja. Genau, Kelvin. Sollen wir das schon mal besprechen, was wir damit machen wollen? Genau, ich habe dir einen Link dazu geschickt in WhatsApp, wo ich eine recht kostengünstige oder naja, eine Lösung gefunden habe. Ich schaue mal. Vielleicht kannst du ja mal kurz den Link aufmachen, damit wir einmal kurz sehen können, worum es geht. Weil wir haben keinen Deckenauslass. Das heißt, wir haben eine einzige Stromquelle Ja. und die ist direkt hinterm Also Spiegel. hier ist er. Hier ist er. Der geht so zum Aufsliden Ja? sozusagen. Und dann hast du da drinnen dann eine Steckdose entsprechend. Du hast sogar ein Anti-Beschlagen. Also es Hm? beschlägt nicht und du hast den Kippschalter drinnen. Das ist natürlich optimal. Das ist ja das, was wir brauchen. Den wir dann einfach immer angekippt lassen sozusagen und dann über Hm. außen. Genau. Ja, geeignet fürs Badezimmer. That's it. Da hast du sogar zwei in einen. Kannst du wirklich noch was drinnen lagern? Eine Steckdose, kannst dann entsprechend vielleicht den Föhn reinlegen oder so. Genau, dann fliegt er nicht rum. Ja, das ist jetzt die einzige Alternative, die ich gefunden habe, die alles hergibt. Sag mal, wie hell ist der? Der hat ja doch nur das eingelassene Licht in diesem Glas drin, ne? Genau. Hast du eine Angabe da? Ich meine, Amazon ist immer schwieriger mit solchen technischen Daten, aber hast du da ungefähr eine Angabe, wie viel Leuchte? Kaltweißes Licht, 6400K. Ja, okay, das ist ja nur wie hell, nein, nicht wie hell, das ist ja nicht, das ist. Wie kalt oder wie warm das Licht ist. Ne? 3700 ist sehr warmes Licht und 6,4 ist sehr, sehr weißes Licht, also sehr kaltes Licht. Aber mich würde interessieren die Leuchtkraft, also die Helligkeit, weißt du, weil wir haben ja nur eine Quelle da drin, also. Ja. Tja, das wird spannend, das Warte, warte, Röstchen. das Typ Modern, ja, super. Das ist schon mal sehr gut, modern und elegant ist der Hersteller. Ja, mega. Okay, aber also steht nichts davon da, ne? Und du weißt ja normalerweise ja so, was da nicht steht, ist ja mal nicht gut, ne? Das ist ja meistens wie bei so Urlaubsreisen, ne? Wenn da etwas nicht steht, dann ist es immer schlecht. Technische Daten. Ja, aber das Licht, warte, kalt weiß, wie ich sagte, ne? Also 6400 Kelvin ist ziemlich kaltes, weißes Licht. Ne? Also ist Ja. kein Gelb oder sowas dabei, ne? Ach, guck mal, was hier steht da unten. Wir haben den gekauft, die Tür war extra eingepackt, anbringen ist immer kein Problem, obwohl wir Laien sind. Ja, okay. Verteilersoße brauchst du auch nicht, Kippschalter, Beleuchtung. Wie lange ist das? Ja, okay, auch nicht. Weil du weißt, was ich meine, ne? Du weißt, was ich meine. Nachher haben wir, weil das Ding wird nicht den Raum beleuchten. Ja. Ist ja nur so ein Licht, womit du dich gut rasieren kannst. Oder was weißt du? Also, wenn du wirklich so Detail, ne, wenn du in der Nähe bist und so dich nah siehst, dann ist das bestimmt gut. Aber ich glaube nicht, dass es ausreicht, damit du den ganzen Raum beleuchtest. Ja, das ist natürlich auch eine Challenge, die ich nicht absehen konnte. Wo es jetzt natürlich schwierig wird, Schönheit mit Effizienz zu kombinieren. Ja. Genau. Ja. Okay, oder wir machen das, wie wir ähnlich schon vorhatten, dass wir da oben drüber noch was anbringen.
Ja. Was ich meine? Ja. Ich kann dir das, kann ich dir das freigeben? Kann ich das? Ich habe das nämlich bei mir schon auch gekauft. Das liegt ja auch schon in der Wohnung. Ich guck mal gerade. Ich gucke mal gerade, ob ich das finde. So, genau. Ich gebe mal kurz frei, dann kannst du sehen, was ich dazu besorgt habe. Dann kann ich erzählen, was auch meine Idee dahinter war. So, dann pass auf. Also, ich habe das Ding hier gekauft. Und zwar war die Idee einfach dahinter, dass wir hier oben, hier hast du zwei Leuchtmittel, die du einschrauben kannst. Ne? Ich sage mal 5 Watt. Ich glaube, der kann, glaube ich, bis zu 15 Watt. Und bei LED ist das, entspricht ja 60 Watt, glaube ich. 15 Watt entspricht 60 Watt der alten, Ja. also ne, diese alten Glühbirnen halt. Das heißt, du hättest quasi nach alten 120 Watt, wenn du links und rechts jeweils eine reintust. Ne? Und hier hätten wir das Problem gelöst gehabt mit der Steckdose. Ja. Ne, und die kannst du auch hier nochmal extra an- und ausschalten, aber es ist auch ein Kippschalter, also sprich, du kannst auf anlassen und dann, sobald er Strom kriegt, ne, geht er sofort an. Ne? So, hier hast du nochmal, du hast irgendwie so Leuchtmittel, LED ist da drin. Hier ist es immer von der Seite so ein Blick. Von unten. Hier hast du mal so einen als Live. So ähnlich wird es ja bei uns dann auch quasi passen oder aussehen. Und hier so eine Steckdose. So, damit wollte ich das Problem, oder Problem in Anführungsstrichen, damit wollte ich auf jeden Fall den Spagat herstellen zwischen zu wenig Licht und keine Steckdose vorhanden. Ne? Und hier siehst du auch ziemlich gut, Ja. das geht auch mega cool, wenn du wie hier einen Spiegelschrank hast oder einen Spiegel hast, der sehr nah an der Wand ist. Ne? Weil das Ding ist, entscheidet sich halt hier oben. Ne? Ja, So, und klar. der Spiegelschrank, den wir jetzt haben, der hat eine Aufbaustärke, dass der ungefähr hier so ein bisschen mehr als die Hälfte von der Steckdose zumacht. Ja. Das heißt, du kannst die Steckdose nicht benutzen. Ne? Und dann haben wir überlegt, okay, dann hängen wir das Ding halt ein bisschen höher, aber damit du mit dem Stecker reinkommst, weil die Stecker haben ab und zu ja noch so hinten so ein Stück ein hartes Plastik dran, müsstest du den so 10, 15 cm hochhängen, was zur Folge wieder hat, dass du dafür quasi eine Leiter brauchst, wenn du was reinstecken willst. Und wenn du mal eben rasieren willst oder einen Föhn reinstecken willst, dass du dafür wirklich echt total ja, weit nach oben musst damit. Ne? Deswegen, das war nämlich unsere Überlegung dabei, Kevin. Aber, Ja. wie gesagt, leider nicht funktioniert. Schade. So, jetzt du. Ja, also die Lösung, die ich dir präsentiert habe, ist die einzige Lösung, die ich gefunden habe, die mir optisch gefallen würde. Wenn du jetzt sagst, das ist viel zu wenig Licht, so dass das reicht nicht. Ich meine, es ist ja auch ein kleines Bad. Dann wird es natürlich schwierig, weil ich glaube, so eine perfekte Lösung gibt es dann für dieses Bad einfach nicht so wirklich. Ja. Oder das zweite, was wir überlegt haben, war noch dieser Schalter. Ne? Das habe ich, glaube ich, auch geschickt. Ja, genau. Hast du den nochmal Den da man oder soll dann ich in den dem. suchen? Den hast du mir geschickt per Ich WhatsApp, habe. ne? Ja, ich habe den. Hast Auf du? jeden Fall gleich griffbereit, genau. Weil das war noch eine andere Überlegung, dass wir quasi den Schalter nochmal extra anschließen am Strom und von da aus abgehen. Okay. Ja, genau, sowas, ne? Ganz genau. Das ist einfach. Damit war das Thema Steckdose schon mal erledigt, weil wir haben ja eigentlich ja zwei Dinge, die wir jetzt lösen müssen. Das eine ist ja eine Steckdose, die uns jetzt ja fehlt, und das andere ist halt mehr Licht. Beziehungsweise halt der Kippschalter, ne? Also, dass das Licht einfach an ist, sobald man ins Bad kommt und den Lichtschalter anmacht. Sind vielleicht sogar drei Probleme, wobei ich das mehr Licht gar nicht so dramatisch sehe wie die beiden anderen Probleme, wo ich dann sagen würde, ja gut, okay. Also mit ein bisschen weniger Licht, so wenn ich jetzt dusche und jetzt nicht voll ausgeleuchtet bin, könnte ich damit ganz gut leben. Wenn ich ja, vorm Spiegel stehe und nichts sehe, ist natürlich doof. Ja, es ist so ein bisschen so eine Frage, wie man da jetzt die perfekte Lösung findet. Ich verstehe tatsächlich auch nicht, warum es Bäder gibt, wo es keine Deckenleuchte gibt. Ja, aber ist halt so. Müssen wir mitarbeiten. Ja, also ich Ja. weiß nicht, ob du den alten Spiegel zurückschicken?
Wahrscheinlich, oder? Ja, da wird es ja nicht dran scheitern. Das werden wir schon irgendwie gelöst kriegen. Das wird nicht das Problem sein. Ich schreibe das schon mal bei uns im Trello, ist da auch. Dieser Stelle kommt immer eigentlich ein Spot von mir, wo ich sage, wie super, mega cool Trello ist. Und wo wir schon beim Thema sind. Trello ist ein mega cooles Tool. Und weil du gerade dein Bildschirm verlassen hast, deswegen muss ich dazu einfach, ich muss einfach machen. Also ich kriege von Trello dafür kein Geld, das ist keine Werbesendung, aber ich finde Trello ein richtig geiles Tool. Warum? Der Kelvin und ich kennen uns nicht persönlich. Also nicht persönlich ist falsch, wir kennen uns persönlich, wir haben uns noch nie gesehen. So, glaube ich. Nein, auch nicht. Wir haben uns nie live gesehen. Wir haben uns noch nie live getroffen. Wir kennen uns immer nur, so wie jetzt per Zoom. Oder per Telefon oder per WhatsApp oder wie auch immer, aber wir haben uns nie zur selben Zeit am selben Ort aufgehalten. Bisher zumindest. Und wir haben jetzt im Trello das Ganze bisher abgebildet. Wir haben da uns komplett alle Aufgaben erstellt, Tätigkeiten gesucht, ne? Wir haben hier solche Karten uns erstellt und dadurch haben wir unsere Aufgaben geteilt. Was man dazu auch sagen muss, dass wir auch ziemlich starke Trennung dabei haben. Also das heißt, jeder hat ziemlich genau aufgeteilt seinen ja, Zuständigkeitsbereich, hört jetzt so nach Behörden, aber wir haben ganz klar, zum Beispiel Kevin macht die Einrichtung, das ist seins. Ich habe damals technisch mich gekümmert und so weiter. Und das haben wir halt mit Trello komplett nachgehalten und ich kann es echt empfehlen. Ich habe sogar, wie ihr seht, aktuell noch in der Free-Version hier auf dem Board. Und das Ding ist echt mega. Ne? Also da nochmal kurz ein Shoutout an Trello. Mega cooles Ding. Wenn ihr Projektmanagement, Abläufe, Checklisten und so weiter haben wollt, total geil. Total cool. So, dann machen wir direkt hier eine Karte. Lösen. So. Und dann nehme ich mir das vor. So. Wir müssen einmal. Licht muss um Schalter angehen. Ne? Dann brauchen wir genug Licht. Ne? Licht muss hell genug sein. Und wir brauchen eine Steckdose. Ne? So, und jetzt habe ich hier eine Checkliste einfach erstellt. Ich kann das als per Drag noch zusammenklicken. Ich könnte noch einen Kelvin hinzufügen, wenn ich es wollte. Auf dem Board sind momentan nur Kelvin und ich drauf. Aber so machen wir die Zuständigkeiten. Und jetzt habe ich halt bei mir in der To-Do-Liste für Christian, habe ich das hier stehen. Ich habe 0 von 3 Punkten erledigt. Das Ding ist, wie gesagt, mega, mega cool. Also, ich kann es echt jedem empfehlen. Wie gesagt, Kelvin und ich haben uns noch nie live getroffen. Das werden wir jetzt machen, wenn wir die Wohnung fertig haben. Der Kelvin wird da quasi probeschlafen. Auch da haben wir uns was überlegt. Und zwar ist es so: Der Kelvin hat ein digitales, ja, wie soll ich sagen, so ein Welcome-Book, ne? Wo du also quasi, wenn du dich eincheckst, ähnlich wie im Hotel, was gibt es für Sachen hier, wie kommst du rein, wie funktioniert das und jenes. Und da haben wir uns einfach vorgestellt oder gedacht, wir machen quasi von allen möglichen ein kurzes Video. Zum Beispiel Kaffeemaschine. Dann hast du halt ein Video, wo der Kelvin die Kaffeemaschine bedient und das dabei einfach gefilmt wird. Und dann klebst du einfach auf die Kaffeemaschine einen QR-Code. Und wenn du ihn mit dem Handy abscannst, dann kommst du direkt auf das Video, wo dann dieses Video quasi als Anleitung dir gezeigt wird, wie halt die Kaffeemaschine funktioniert. Und das wollen wir jetzt im Prinzip so mit allen möglichen Sachen dabei machen. Also das heißt im Prinzip, wie mache ich die Spülmaschine an, falls man es macht, falls man braucht. Wie mache ich den Kaffee? Ne? Also, wie mache ich den Fernseher an? Wie schalte ich den Netflix-Kanal ein oder so? Also, ne, ich sag mal, eigentlich so banale Sachen. Aber es hat sich immer oft als sehr gut erwiesen, wenn man möglichst alles, was Fragen geben könnte, möglichst einfach und simpel erklärt. Also gar nicht irgendwie groß rumschweifen oder irgendwie groß dazu erzählen. Einfach ein Video. Video zeigt ja alles. Video hat aber den Vorteil, wenn man was schreibt. Habe ich auch bei mir auch im Büro erlebt, wenn ich für jemanden eine Anleitung schreibe, es ist oft so, dass ich irgendwie so ein paar Schritte vergesse. Also ich sage mal, mach das, dann klick da drauf, dann klick auf fertig, dann klick auf das. Und oft sind so Sachen dabei für mich, die so ganz klar sind, die selbstverständlich sind, wo ich aber sage, ja, ist doch klar, dass man da auch fertigstellen klicken muss oder sowas. Aber dann schreibt man halt nicht auch.
Und da habe ich oft schon gehabt, dass ich eine Anleitung geschrieben habe, jemand anders die querliest oder halt durchführt und dann sagt er, ja, aber ich bin an dem Punkt nicht weitergekommen, wo ich denke, ja, aber da weiß doch jeder. Ne? So, und das kann beim Video nicht passieren. Das machen wir uns am Büro genauso. Wir machen auch von allen möglichen Sachen immer so ein kurzes Video als Anleitung, weil da brauchst du nicht groß erzählen, klick hier, mach das, sondern da kannst du notfalls, wenn du einen Klick vergisst, zu erzählen oder aufzuschreiben, spätestens im Video sieht man das auf jeden Fall sehr genau. Von daher haben wir also echt da mega gute Erfahrungen mitgemacht, dass wir so einfach kurze Videos dazu drehen. Da gibt es auch mehrere gute Apps dafür. Aber selbst wenn du ein Video nur drehst, bei YouTube hochlädst und dann das Video verlinkst, selbst das reicht allemal aus. Dann kann man echt das ganz gut hinkriegen. Und deswegen, also der Kelvin wird von daher sich opfern müssen und dementsprechend die erste Nacht da, ja, Probe schlafen müssen oder vielleicht auch zwei oder drei, ich weiß es nicht. Mal gucken, wie lange er dafür Zeit hat, wie lange er dafür braucht. Auch da haben wir auf jeden Fall vor, eine mega coole Sendung von zu machen. Vielleicht auch ein paar Lives aus dem Objekt selber zu machen. Seid da auf jeden Fall gespannt. Das werden wir machen, wenn wir soweit sind. Wie gesagt, ich denke, wir haben jetzt momentan 80, ja, nein, eher 90% sind wir durch. Es sind noch Kleinigkeiten. Wobei hier ist eigentlich auch einiges erledigt. Das hat der Kevin schon gemacht. Küche haben wir eigentlich schon auch fast fertig. Die seht ihr ja gleich. Die Möbel sind noch nicht ganz durch. Inserate-Schnitt kommt noch später erst. Das Pricing hat der Kevin schon gemacht. Haben wir, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Folge schon zu gesprochen gehabt. Auch ein sehr wichtiges Thema. Ihr müsst vorher unbedingt sicher sein, dass das, was ihr macht, auch sich rechnet und lohnt. Ne? Daher wird Pricing unbedingt ein Thema, was ihr euch angucken müsst. Reinigungskraft ist halt mega wichtig. Wir haben bei uns. Ich weiß, ob ihr alle wisst, ich selber bin Geschäftsführer einer Hausverwaltung, die nordrhein-westfalenweit ungefähr 400.000 Einheiten verwaltet. Und wir haben daher sehr, sehr viel an Reinigungspersonal für Treppenhausreinigung insbesondere. Und wir haben bei uns viele gefragt, mit denen wir gute Erfahrungen haben, wo wir wissen, das funktioniert, da sind zuverlässige Leute. Und alle haben sich damit schwer getan, diesen Job überhaupt sich anzunehmen, weil das einfach mega flexibel ist. Es ist halt so, dass du vielleicht mal eine Übernachtung hast für eine Nacht. Dann musst du halt vielleicht am nächsten Tag schon mal hin und musst du einmal eine Grundreinigung durchführen. Vielleicht hast du einen für 3 Tage, vielleicht einen nur für 2 Tage. Es variiert auf jeden Fall. Wir haben halt in der Treppenhausreinigung ist es halt so, dass du einmal die Woche das Treppenhaus komplett reinigst. Also man kann sich da sehr, sehr gut drauf einstellen und sehr gut planen. Und wir haben in der Regel auch Schlüsselobjekte. Das heißt, die Reinigungskraft kann mit Schlüssel kommen, wann sie möchte oder weil sie gerade da ist. Wenn sie im Stau eine Stunde steht, dann kommt sie eine Stunde später. Aber sie hat einen Schlüssel, sie kommt rein. Und das ist bei der Vermietungsgeschichte halt auch anders. Wir haben einen Fixzeitraum, wo wir fertig sein müssen, weil ab dann der Gast kommen kann. Und es kann mal vielleicht auch sein, dass an einem Tag der Gast auszieht und wir am selben Tag wieder einen neuen Gast haben, der einzieht. Das heißt, da haben wir ein sehr kurzes Zeitfenster, wo man fertig sein muss, ne? Also dass das nicht das dreckige Geschirr noch erstaunt da ist. Und eventuell hat das zur Bedeutung oder zur Konsequenz, dass die Person auch zweimal kommen muss. Wenn die zum Beispiel Wäsche waschen muss, Geschirr macht. Ich weiß nicht, ob man dann unbedingt darauf warten will, bis das fertig ist. Von daher ist das also schon, also mit der Reinigungskraft ist nicht mal eben, nicht mal ohne. Warte, ich sehe, Kevin macht hier fleißig was weiter. Ich Ja, hole. ich muss ein bisschen nacharbeiten sozusagen. Ja, genau. Also von daher, also Reinigungskraft zu finden, ist echt keine ganz easy Sache. Ne? Aber Kevin, da hast du, glaube ich, schon. Genau, ist erledigt. Ach ja, super. Dann, ich mache so einen langen Bogen dazu, dass du direkt sagen können, dass erledigt ist. Genau, nee, nee, aber es ist tatsächlich wirklich eine Challenge gewesen. Ja, man muss sich vorstellen, dieses Thema Ferienwohnungen ist noch so in den alten Schuhen. Also es ist eine sehr traditionelle Branche und deswegen passiert auch alles nur sehr schleppend. Die Leute, die jetzt zugucken, denken vielleicht, es gibt doch voll viel und es passiert doch mega viel. Ihr müsst euch aber vorstellen, dass vor 5 Jahren gefühlt sich noch keiner dafür wirklich interessiert hat, außer die wirklich Leute in Metropolregionen wie Köln, Berlin oder München, die mit Untervermietung einfach schon echt Kohle gemacht haben. Ansonsten war das immer so ein traditionsreiches Familienunternehmen in
den Alpen oder Nord- und oder Ostsee. Man hatte da halt immer seine Ferienhäuser, da sind Leute dann, haben das ein halbes Jahr selbst besucht, ein halbes Jahr nicht genutzt. Also es war immer so ein sehr, naja, ein breites Schwert sozusagen und sehr, sehr wenig Professionalität drin, viel Familienbetrieb, meistens eine Anliegerwohnung, die noch vermietet wurde, unten drunter oder so, die hat man dann selber gereinigt. Und deswegen gibt es ganz, ganz wenig Firmen, die vor allem auch in den Städten, abseits von Nord- und Ostsee, wirklich darauf vorbereitet sind, Ferienwohnungen zu reinigen. Und ich hatte sehr viele Telefonate in Essen. Und ganz viele haben gesagt, ja, Hotels gar kein Thema und Hotels können wir machen und einmal am Tag Reinigungsservice und so. Und ich so, nee, nee, brauche ich nicht. Ich brauche euch unregelmäßig immer auf Abruf, dann, wenn mein Kalender sagt, ihr müsst jetzt reinigen. Und da sagen dann die meisten, oh nee, so flexibel bin ich nicht. Das können wir nicht leisten, das ist uns zu spontan, wie auch immer. Und deswegen ist es tatsächlich nicht so einfach gewesen. Ich habe jetzt aber eine Firma gefunden, die mir sogar eine Kooperation in ganz NRW zugesagt hat. Also egal, wo ich da jetzt Zuwachs bekomme, im 40 Kilometer Radius, können sie das noch abdecken. Und das ist natürlich eine coole Sache, auch was Wachstum in Nordrhein-Westfalen angeht, macht das dann ein bisschen einfacher. Sie haben mir sogar zugesichert, dass sie nach meinen Kriterien putzen. Das ist dann nämlich der nächste große Clou. Ökologische Reinigungsmittel verwenden, das sind nicht viele. So, wenn man aber bei fair Träumen schläft, wäre es blöd, wenn es jetzt mit Chlorix gereinigt wird und alles. Genau, deswegen, das war mir sehr wichtig. Das haben wir jetzt auch über die Bühne gebracht, um euch mal in die Kosten mit reinzunehmen. Ich habe jetzt das Angebot bekommen für 40 € pro Reinigung, inklusive Wäscheservice. Das ist ein sehr solider Preis, würde ich sagen. Genau, damit kann man auf jeden Fall anfangen zu arbeiten und dann gucken wir mal, was wir über die Wochen und Monate, wenn da jetzt ein Imperium entsteht, am Preis noch drücken können. Ja, Preis ist natürlich ein Thema, aber wie gesagt, also wir haben uns echt umgehört und wir haben einige bei uns im Umfeld, die sich nichts anderes kümmern als Reinigung. Und die haben sich echt schwer mitgetan, weil dieses Spontane oder dieses auf Zuruf halt für die schon zu spontan war. Also ich habe aber von vornherein gesagt, worum es geht. Und in der Regel haben wir schon ziemlich schnell abgewunken, weil das einfach so schwierig zu planen ist. Du kannst keinen Unterschied machen zwischen Wochenende, Feiertags. Wie gesagt, es kann durchaus sein, dass du am Tag sogar zweimal hin musst. Oder dass du mal eine Woche lang gar nicht hin musst, das kann auch sein, also genau andersrum auch. Das heißt auch keine feste Einnahmequelle, weil halt auch dementsprechend von dem Einsatz abhängig ist, wie oft du oder wie viel halt du verdienst. Ne? Also von daher, ja, lass uns einfach mal gucken, mal mit starten und wir werden ja sehen, wo es hinausläuft. Ne? Also wenn du kommst, dann werden wir uns ja nochmal zwei weitere Objekte anschauen. Vielleicht nochmal zur Information. Wir haben noch bei uns im Bestand noch zwei Wohnungen in Rüttenscheid, die wir jetzt mit Kevin uns anschauen werden. Wenn er kommt, Kevin, ich habe kurz erzählt gehabt gerade, dass du Probe schlafen musst und vielleicht auch ein, zwei Nächte dann hier bleibst, dass wir dann auch nochmal davon auf jeden Fall berichten. Auf jeden Fall wird dann Kevin bei seinem Besuch hier bei uns das erstmal auch live sehen. Noch weitere Objekte angucken. Das heißt, wir werden vielleicht gucken, ob wir da noch weitere Wohnungen damit in diese Kurzzeitmiete dann reinbringen werden. Ob das Sinn macht oder nicht, das werden wir vor Ort prüfen. Rüttenscheid ist eine gefragte Ecke. Daher kann das vielleicht durchaus Sinn machen. Die Wohnungen, ich weiß nicht. Wir müssen mal gucken, wie weit das hier noch mit groß mit zeigen. Ich denke mal, in diesem Missionsstart, jetzt in dem Objekt in Essen-Frillendorf, haben wir jetzt ja ziemlich viel dazu gemacht. Ich glaube, wir haben schon dazu, ich glaube, mit alle 7, 8 Stunden Live-Material irgendwie gestreamt und wie auch immer. Das ist, glaube ich, schon ziemlich tief und ziemlich breit. Ich glaube, in der Breite und der Tiefe müssen wir es nicht nochmal machen. Aber wir können das gerne mal mit der Kamera begleiten oder sowas oder vielleicht mal so ein paar, ja, Meilensteine aufnehmen, denke ich mal. Aber das heißt, das kriegt auf jeden Fall noch mit, aber vielleicht nicht in dieser Breite und Tiefe, wie wir es bisher gemacht haben mit unserem ersten Projekt. Genau, okay, das heißt, Reinigungskraft haben wir gelöst. Was haben wir noch auf dem Kelvin? Ja, jetzt ist noch auf dem Internet und Strom. Okay. Da habe ich ja aber den Kontakt schon. Also da setze ich mich dann auch gleich nochmal in Verbindung mit. Und dann fehlt jetzt natürlich noch die Inseraterstellung. Das War der muss dann Georg nicht auch. bereit hier? Haben wir den schon mal vorgestellt oder verwechsel ich jetzt gerade? Nee, haben wir nicht. Das war Jens von Roamlike.
Ah, tatsächlich. ja, okay. Nee, nein, aber mit dem Georg war mal vor dem Call live, glaube ich, zusammen in der Telco, ne? Ja, genau. Ah, dann, okay, deswegen vergesse ich das. Ah, okay. Okay. Genau. Ja, und ansonsten fehlt dann nur noch die Inseraterstellung, das Bilder machen. Genau, dass die Bilder sehr schick werden. Und das geht dann tatsächlich aber erst, wenn ich vor Ort bin. Also wenn das alles finalisiert ist, dann werde ich mal gucken, ob ich in der Umgebung jemanden finde, der gute Bilder machen kann, der dazu befähigt ist. Ja, Genau. bei uns im Team, unser Makler. Du willst Hast doch du? das. Ja, klar. Sehr gut. Ja, dann passt das doch. Natürlich, wir machen, ich weiß ja nicht, deutlich über 200 Vermietungen machen wir im Jahr. Wir machen alle Fotos selber. Selbst Okay. Drohne machen wir alles. Alles, Kelvin. Na dann, ist doch perfekt. Sehr gut. Dann ein Problemchen weniger und dann, oder eine Challenge weniger und dann geht es nur noch ans Inserat erstellen. Genau, das werde ich tatsächlich schon ein bisschen früher probieren, nämlich wenn ihr sozusagen Betten und Kissen mal aufgezogen habt und das Bett schick aussieht, dass man da vielleicht schon das erste Bild reinstellt, um einfach schon loslegen zu können oder so. Dann ist das alles schon mal online, da müssen nur noch die Bilder nachgejagt werden. Und dann brauche ich nur noch ein Startdatum. Ja, aber warte mal. Wir waren jetzt mit dem Zuschauer nicht ganz fertig. Warte mal. Ich glaube, ich mache mal. Ich habe jetzt. Ich bin jetzt in Vorbereitung, war jetzt bei mir sehr überschaubar. Ja, also was noch fehlt, sind Vorhänge, eine ordentliche Lampe fürs Wohnzimmer. Wie du besorgt hast, das war mir ein bisschen zu krass für mich. Das habe ich. Zwei Nachttische, pass auf, ich zeige mal meinen Bildschirm, ich zeige dir mal ein bisschen was. Genau. Fehlen die? Haben wir die übersehen oder haben wir noch keine? Ich habe es scheinbar, ich habe gedacht, der rosa Tisch ist, aber ist tatsächlich ein Beistelltisch. Ja. Genau, da habe ich anderes erwartet. Aber warte, Sekunde, ich muss nur kurz den Browser wechseln. Ich hoffe, ihr seht es trotzdem. Siehst du das, was ich sehe? Also Ich hier. sehe das, was du nicht siehst, und das ist ein Google Drive-Account. Ah, okay, dann ist es das tatsächlich nicht. So, kein Problem. Dann machen wir. Kann ich nicht hier einfach alles zeigen? Ja, Du kannst so. auswählen, entweder den ganzen Desktop oder du kannst nur einzelne Fenster auswählen bei der Freigabe. Jetzt solltest du, also siehst du gerade da oben? Ja, jetzt sehe ich einen anderen Browser irgendwie mit Garderobenhaken und sowas, Sehr ja. gut. Guck mal, dann sind hier die Vorhänge. Okay. Sind Habe die ich gedacht. ganz blickdicht, also machen die wirklich dunkel? Genau. Ja, genau. Die sind doppellagig und sowohl wärmedämmend als auch Privatsphäre halten einfallendes Licht ab, schlichtes, zeitloses Design, Sonnenlicht wird abgeblockt, Verdunklungsvorhänge wirken isolierend und helfen dabei, Sommer wie Winter eine angenehme Raumtemperatur aufrechtzuerhalten. Klingt alles nach allumfassenden, also hier steht auch nochmal Verdunklungsvorhänge, ne? Ja, ne? Ja, nee, weil das wäre nicht wichtig. Also, ne, also ich schlafe gerne bei Dunkelheit. Ne, ich mache es nicht, wenn es irgendwie so hell ist oder so. Und deswegen fände ich, Genau. wenn ich wüsste, dass ein Hotelzimmer irgendwie nicht richtig verdunkeln kann, würde ich dadurch buchen. Also würde ich ein anderes halt bevorzugen, sagen wir es so. Ne, natürlich würde Ja. ich halt, weil ich gar nichts kriege, aber Genau, okay. dann haben wir hier die Nachttische. Ja, fand ich einfach ganz schick. Ja, schlicht einfach reicht, ne? Genau. Weit sind Und die? Hast du eine Master? wie weit? Die Breite einmal kurz, weil du weißt ja, wir haben ja nicht allzu viel Platz, weil vielleicht für die, die nicht von vornherein dabei waren, wir haben das Apartment, das wir jetzt gerade fertigstellen. 30 breit. Ja, das ist sehr gut, das ist gut. Länge 40. Ja, einmal kurz nochmal, Kelvin. Also für die, die es vielleicht nicht mitgekriegt haben, das Apartment, was wir gerade fertigstellen, hat insgesamt eine Wohnfläche von 26 Quadratmeter. Und das ist inklusive Genau. Dusche, Badezimmer, Küchennische und so weiter. Deswegen, also wir müssen da schon ja, platzsparend oder effektiv arbeiten, sagen wir es mal so.
Genau, und dann habe ich noch eine Lampe rausgesucht. Jetzt ist es natürlich so, dass die Lampe direkt in der Mitte ist vom Raum. Das ist natürlich ein bisschen unglücklich, Ja, man kann es auch aber mit einem Kabel doch irgendwie umhängen, oder nicht? Das ist, glaube ich, kein ja, Problem. okay. Also dann die hier, wenn es über dem Tisch hängt, das ist dann halt ganz schick. So eine Hängeleuchte einfach. Genau. Also das einmal hätte ich das rausgesucht oder es gäbe dann sowas, aber ich habe dann doch das andere bevorzugt jetzt, wenn ich nochmal drauf gucke oder halt sowas. Mach doch mal zurück die eine, bitte. Rope. Ist schon ein bisschen hart, Kelvin. Also, das ist. Hey, komm, das macht doch was. Guck mal, die kostet sogar das Doppelte. Ist halt eine Designerlampe, ne? Kostet halt das Doppelte als die. Ist ja gut, ich habe mich schon entschieden jetzt, ja. Also die hier wird's. Ja, glaube ich auch. Also lieber die als die Rope. Als die. Ja, okay. Ansonsten gäbe es ja halt auch noch die, aber ich habe das Gefühl, wir haben nicht so einen hohen Raum. Von daher ist es vielleicht nicht ganz so praktisch, wenn wir es so tief hängen lassen. Ja, genau. Also ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht, wie bei allem anderen halt auch. Habe hier so durchgeguckt, hier hat mich sonst nichts angefixt, außer das hier. Die Pendelleuchte fürs Kinderzimmer. Ja, so. Ja, so viel zu den Sachen, die noch konkret fehlen. Und ansonsten ist es wirklich nur noch kleiner Dekokram. So ein bisschen was, wobei wir da auch schon ein bisschen was bestellt haben. Jetzt nur noch ein bisschen Bücher, ein bisschen Leben reinbringen in den ganzen Raum und dann mit Pflanzen halt noch abrunden. Und was ich persönlich noch als To-Do hätte, wäre tatsächlich einen Boden für den Balkon zu finden, der ein bisschen einladender ist zum draußen flanieren. Ob das jetzt ein Kunstrasen ist oder ob das irgendwie so ein Holzgitterboden ist, ist mir da relativ, da bin ich offen. Aber da gucke ich nochmal nach ein paar Sachen und schicke die einfach nochmal rüber. Jetzt so diese Woche. Genau. Und dann haben wir eigentlich von der Einrichtung her alles, außer natürlich die zwei Modultüren, die uns bei der Küche noch fehlen. Und wir müssen uns über Mülleimer Gedanken machen. Ja, pass auf, genau. Ich hab eigentlich momentan überhaupt kein. Warte mal, habe ich Material dafür, das ich jetzt zeigen kann? Weil, wie gesagt, ich muss ja ganz ehrlich gestehen, ich habe mich vorbereitet, nämlich nichts habe ich da vorbereitet dafür, was wir heute machen. Aber ich war ja am Samstag vor Ort und da habe ich ein Videos gedreht. So, und die können wir auch mal kurz reinschauen, ne? Weil dann kann ich dir nämlich genau zeigen, wie es jetzt aktuell aussieht. Genau, das ist eine gute Idee. Kelvin, bleib mal kurz dran. Ich mache mal hier, ich habe das Video sogar gefunden. So, dann kannst du nämlich sehen, was ich sehe. So, jetzt siehst du nämlich, wie es hier aussieht. Also, wir haben jetzt in der Ecke, wo das da der Stuhl steht, der steht auch schon richtig. Da kommt ja nachher der Tisch noch hin. Dann. Jetzt mache ich ein Reel. Oh, da ist Ton an. Ton aus. Sind hier. So, ohne Ton. Dann, wie gesagt, da ist das Bett, die Tapete, da ist noch so ein Dingens, noch ein weiterer Stuhl. So, da sieht man jetzt ein bisschen die Küche. Zwar nicht sehr gut, aber was man hier sieht, der rechte Schrank hat eine weiße Front. Das ist keine Absicht, der soll eigentlich so eine schwarze Front haben, wie der Rest von der Küche halt auch. Hier unten fehlt eine Front, die gibt es einfach aktuell nicht. Beziehungsweise gibt es nur nicht außer in Hockenheim und in Leipzig. Ebenso die Front für hier oben. Und ich habe jetzt die Küche habe jetzt in zwei Bestellungen, habe ich die zerlegt oder zerlegen müssen. Aber was total cool ist, Kelvin, so wie momentan IKEA ist, mag ich die. Ich bestelle und dann schickt mir jemand eine Nachricht, weil ich es abholen kann. Und dann gehe ich einfach dahin, ich sage meine Nummer und dann kann ich das gepackt mitnehmen. Ich Ja, muss nicht super. 8,5 Stunden durch den Laden laufen, ich muss mir nicht 92 Angebote angucken, ich muss mir nicht das alles antun. Ich kann einfach da reingehen, ich nehme meinen Wagen mit und es ist alles fertig.
Warum nicht direkt so? Warum muss Perfekt. erst Corona kommen? Ja, okay. Und jetzt haben wir So, das Problem, dass unter der Spüle der Geschirrspüler ist. weiß ich nicht. Sollen wir da erklären? Nee, ne? Es ist, lassen wir so stehen, Kelvin, ne? Lass mal stehen. Ah, warte mal. Wenn ich. Kelvin, jetzt höre ich dich, glaube ich, wieder. Ah, du hast mich nicht gehört. Nein. Okay. Nee, können wir so stehen lassen. Okay. Jetzt müssen wir uns nur Gedanken machen, wie wir das mit dem mit dem Mülleimer lösen. Genau, richtig. Also nochmal kurz das andere, die zwei Teile, die jetzt fehlen, gibt es aktuell in Hockenheim und einmal in Leipzig. Welcher Zufall, dass du aus Leipzig kommst? Das heißt, wenn du, wenn du vorbeikommst, heißt das, du die entweder mitnimmst. Oder, wie ich schon gesagt habe, meine Mitarbeiter hatten vorgeschlagen gehabt, das nicht aus Leipzig zu holen, sondern am Hockenheim-Ring einen kurzen Stopp zu machen. Dann, nachdem wir einen Stopp gemacht haben, auf der Rennstrecke nach Hockenheim Ikea zu fahren und dann wieder zurückzufahren mit den zwei fehlenden Bauteilen. Ja. Das war deren Vorschlag. Das kann ich Wobei ich mir auch gesagt habe, vorstellen. die haben, die fahren mit Sprintern, ne? Also ich weiß nicht, wie spannend das ist mit einem Diesel-Sprinter, der Regalsystem hinten drin hat, auf der Rennstrecke zu fahren. Also. Aber ich kann mir das trotzdem spannend vorstellen. So ein Ja. bisschen driften, Tokyo Drift mit einem Transporter Ja, hat doch was. genau. Haben die auch gedacht. Haben die auch gedacht, Kelvin. Genau. Sehr gut. Das, warte mal, ich habe aber noch. Da Da ist die hängt Uhr. die Uhr. Ja, wir waren ja da. Ich habe einfach zwei, drei Live-Videos gemacht. Hier sehe ich nochmal, das ist übrigens der Simon. Ist das spiegelverkehrt? Ja, das Ja. ist Frontkamera, das ist spiegelverkehrt, ja. Okay, Genau, das was ist. vielleicht auch noch cool ist zu sagen, ich habe eine Künstlerin, mit der ich jetzt eine Kooperation angegangen bin. Und von der bekomme ich alle Bilder, die ich haben möchte, von ihrem Bestand sozusagen. Und da können wir uns dann auf jeden Fall auch noch was Schönes aussuchen, was dann vielleicht irgendwo noch Platz findet. Das muss ich dann mal vor Ort sehen. Ich wollte sagen, Vielleicht wohin, da. Kevin? Weil da hinten, das ist ja, die Wand ist Ja, zu. das ist Wenn du zu. da was hinhängst, warte, ich spule mal kurz zurück, damit würdest du, glaube ich, das Gesamtbild da kaputt machen. Vor allem, du siehst ja, da ist auch gar nicht mehr so viel Platz hier. Also der steht jetzt nicht Nee, das richtig, soll der auch wird nichts ja hin. hier quer stehen, aber da, Ja, das, genau. platztechnisch hast du da irgendwie so gut wie gar nichts. Das ist, glaube ich, eine Leiter, die müsste, glaube ich, 60 breit sein. Stimmt, und dann fehlt ja noch der Fernseher. Der kommt auf eine Ja. andere Wand, aber weißt du, ich meine, also das ist Ja. Aber dann für andere Apartments. Dann merken wir uns das einfach. hier über Heizung, ich weiß nicht, Bilder, also wenn so ein echtes Ölbild ist, so Gemälde über der Heizung ist, glaube ich, nicht so gut, ne, mit der Thermik. Ja, ist vielleicht auch blöd, weil es den Eyecatcher wegnimmt von der Ja, Tapete. glaube ich auch Nee, fast. dann lassen wir Also das, dann heben wir uns das für neue Projekte auf. würde ich auch fast sagen, Kelvin, das ist dann für die Wohnung in Rüttenscheid, die wir danach machen. Genau. Ich finde aber tatsächlich die Küche sehr, sehr schön, um das mal zu sagen. Ich finde das eine schicke Küche. Tatsächlich sogar witzig, dass es mit dieser weißen Front ist. Also fand es in der ersten Idee ganz cool. Bin aber auch gespannt, wie es komplett schwarz aussieht. Also wir können die auch dran lassen. Also die weiße Front ist jetzt da drin. Ne? Was wir jetzt nicht gemacht haben, wir haben jetzt keine Griffe dran geschraubt. Weil, Ja. ne? Also, aber sonst, ja, im Prinzip, die Platte, die können wir da auch lassen. Warte mal kurz. Ich sehe gerade, ich switche ein bisschen durch. Ach, das ist das Video, was ich dir geschickt habe. Pass auf, dann kann man es sogar richtig gut sehen. Ich mache mal hier. Hier siehst du nämlich mal die Küche ziemlich genau. Also, Ja, genau. genau, Mülleimer, das war nämlich dein Stichwort. Der Mülleimer war ja eigentlich vorgesehen. Hier ist die Spüle drunter. Die sieht man jetzt nicht, weil die auch schwarz ist. Man sieht hier ein bisschen, dass das ausgebaut ist. Aber das Ding ist halt, eigentlich ist genau hier für das passende Mülltrennsystem da. Ja. Nur wir haben nicht bedacht, dass da die Spülmaschine reinkommt. Das ist ja so eine, weil sonst ist ja kein Platz mehr oben. Ne? Hier Ja, links ist klar. Kochfeld, das siehst du aktuell auch nicht. Warte, ich gucke mal, bin ich da nicht näher dran gegangen? Oder habe ich Licht angemacht? Ach, guck mal, siehst du? Da siehst du doch. Da ist nämlich die Spüle. Und das ist das Kochfeld. Ne? Deswegen, also Ja. da hast du nicht viele Möglichkeiten.
Warte, und wenn du jetzt nochmal siehst, rechts ist so ein Kühlschrank, ein einzelner, der bleibt auch so. Und links ist so ein Schubladenschrank. Das heißt, du hast damit überhaupt keinen Platz mehr. Ja, rechts Kühlschrank, links Schubladen, da hast du Spülmaschine. So, oben kannst du ja nicht machen, ne? Ja, wäre halt die Frage, ob man das Schubladensystem vielleicht nochmal attackieren kann. Aber ja, ist halt alles eng. Ja, Alles absolut. eng. Absolut. Also oben hast du Mikrowelle drin, dann hast du hier, weil das schon ziemlich weit oben ist, ja so einen kleinen Mittelschrank und dann vollwertigen, aber wie gesagt, da hast du nicht viele Optionen, Kelvin. Ja. Ja, ich sehe schon. Da brauchen wir deine Kreativität bei. Ich schreibe das nochmal auf in der Trello-Liste. Ja, ich packe wahrscheinlich, ist dann das Einfachste, den da halt wirklich hinten in diese Nische reinzupacken. Aber es ist auch doof wegen dem Trenner. Ja, weil eigentlich wollen wir das abgetrennt haben und das andere ist ja, mal angenommen, du machst jetzt eh was in der Küche. Was auch immer, keine Ahnung. Ne? Jetzt hast du das in der Hand. Ist ja auch blöd, wenn du das irgendwas tropfen ist, das irgendwas, keine Ahnung, was auch immer du hast gerade, dann das zu nehmen und damit erstmal zum Dings zu gehen, ne? Zu der Garderobe zu gehen oder so. Also, das Ja, ist nicht klar. verkehrt, in der Küche direkt einzuhaben. Aber wir haben de facto da keinen Platz. Also, du hast es ja gesehen. Da ist. Ja, Ich sage voll, ja, wenn also da noch die nächstes Jahr raufen wir auf Kaffeemaschine jeden Fall hinkommt. die 26 Quadrat, diese großflächigen effektiv oder voll möglichst effektiv zu nutzen, dass wir alles reinkriegen, was wir reinkriegen wollen. Ne? Das ist so hier der Ja, Spaß. genau. Ja, wir müssen mal. Müssen mal gucken. Die einzige Lösung, die mir gerade einfällt, ist unten den Schubladenschrank halt zu dezimieren, dass halt wirklich oben nur Besteckfach ist und so für Gemüseschneider und Schäler und sowas Platz findet. Und unten drunter halt dieses Mülltrennsystem ist und die Töpfe und Pfannen dann halt in einem Schubladenschrank weiter oben sind. So, das ist jetzt das Einzige, was halt noch in die Küche passen würde, weil einen Mülleimer oben hin machen ist auf jeden Fall wirklich gar keine Option. Ja, also. Oder es passt über den Geschirrspüler. Na, ich glaube nicht wirklich. Ich bin, wenn du willst, kann ich mal das Bild anmachen. Aber ja, das Doofe ist halt, ich habe jetzt nicht den Winkel für die Aufnahme dafür, dass du das sehen kannst. Ich muss zufangen. Ja, also du hast ja da noch einen Ablauf drunter, ne? Du hast die, warte, ich zeige dir kurz mal das Bild, aber wie gesagt, das Ding ist halt, der Winkel ist nicht gut aufgenommen, deswegen wirst du das nicht gut erkennen. Aber du hast halt, warte, man hat doch hier irgendwie. Ne, aber ganz am Anfang, wenn du genau hinguckst, dann siehst du, dass da was Weißes unten. Ja, Das sehe heißt, ich. da ist ja, es ist ja so, dass wir in dem Siphon haben wir ein Y-Stück, das heißt, hier kommt ja einmal der Ablauf von dem Waschbecken, der abgeht, und einmal kommt ja der Ablaufschlauch von der Spülmaschine rein. Das ist ja so ein Y-Stück, ist das, was da dazwischen läuft. Und du siehst ja, was hier an Luft ist. Da ist also zwischen Maschine und dem, ich weiß jetzt nicht genau, aber ich würde jetzt von hier aus sagen, da passt vielleicht eine Hand zwischen. Vielleicht auch zwei übereinander, aber da war es das schon. Ne, also wenn, dann würdest du überhaupt über den freien Fläche hier oben drüber nehmen, aber das kannst du nicht, glaube ich. Da muss ja irgendwie auf so einem Schienensystem oder sowas haben oder irgendwie was, weiß ich nicht, das ist. Ja, verstehe. Dann passt es halt wirklich nur links. Also da, wo die Schubladen jetzt sind. Vom Gefühl ist ja alles andere nicht so möglich. Genau. Ja, na Ja. gut, müssen wir, Kevin, landet bei dir die Karte. Erinnern wir uns nochmal. Genau, den Rest der Sachen schicke ich dir. Also Vorhänge, Lampe, Spiegelschrankkaste. Zumindest meine Idee davon. Und was hat jetzt noch gefehlt? Ach Lampe, so, Balkonboden, Nachttische. Telefon. Nachttische.
Genau, hat sich das mit dem Teppich geklärt? Ist der ein bisschen glatter geworden jetzt über die Zeit? Ich will nicht weiter, aber ich kann noch mal. Ich hab das Video gerade noch offen gehabt. Ich mache das noch mal an. Ich weiß nicht, ob man. Hast du das auf dem Video das sehen können? Ja, so ein bisschen diese Knitterfalten halt, Das diese Ding haben die typischen. so krass da reingequetscht. Das kannst du echt gar nicht vorstellen. So, warte mal. Hier ist noch mal die Küche. Warte, ich spule mal ein bisschen vor. Ach, guck mal, jetzt zeige ich dir mal, was alles da drin ist. Genau, Kühlschrank ist da. So, weil der liegt ja da hinten drauf. Das Ding kommt ja auf den Balkon raus. Das ist ja der Balkontisch, der aber kaputt ist. Den müssen wir reklamieren. Ja. Genau, da ist ja nämlich was ausgebrochen. Und deswegen ist er jetzt instabil. Ich mache jetzt, synchronisiere meine. Eine Aufnahme von damals. So, jetzt kommt doch gleich der. Zack. Genau, da siehst du das gleich. Also, ich weiß nicht, wie gut man das darauf auf dem Video sieht. Aber du hast halt. Ah, hier hinten siehst du ein bisschen was. Das ist ja der Schatten von diesem schwarzen Tor, was Ja. du siehst. Das ist das nicht. Hier siehst du so einen Knick. Also das Ding war echt mega, mega gepresst in so einer Plastiktüte und dann irgendwie so mit Tape so, ich sag mal, bestimmt so dreimal rumgelaufen oder sowas oder so, ne? Und das Ding, also ich habe es aufgemacht, das ist wirklich so wie so eine Bombe, so fast explodiert, ne? Und ich befürchte, dass das nicht mehr rausgeht. Ach, jetzt siehst du so besser, ne? Siehst du hier, weil das macht auch diese, ja, wie soll ich sagen, das ist halt so ein, siehst du diese Knitterfalten Ja, dabei? klar. Ne? Diese Also, Elefantenfalten. wie das da siehst du das, also ach, das Ding ist halt irgendwie so krass da reingequetscht und reingepresst worden, dass es einfach, also ich glaube nicht, dass sie das legen wird, ganz ehrlich. Okay. I don't think so. Okay. Das Dann heißt, wir müssen eine vielleicht darf man Tauschung nochmal machen. separat ein Foto machen und dem Support schicken. Da ist Amazon eigentlich immer sehr nett. Genau. Ja, müssen wir reklamieren. Ja. Okay, Kevin, was brauchen wir noch? Mir fällt nicht mehr ein. Haben wir ganz schön durchgezogen. Die letzte Stunde. Ja, wie immer. Haben wir Fragen bekommen? Guck du mal, ich gucke gerade was anderes. Ich sehe nichts. Ja, dann haben wir alles gut erklärt. Dann ist ja alles prima. Kevin, Next Steps. Was liegt jetzt an oder was machen wir jetzt als nächstes? War finale Bestellung. Und dann Terminvereinbarung, wenn ich zu euch rübergesteppt komme. Genau. So, finale Bestellung. Können wir ja, denke ich mal, in den nächsten 2 Tagen oder so ausführen oder auslösen. Und danach brauchen wir eigentlich nicht mehr viel Vorlauf. Das heißt, wenn ich mal meinen Kalender öffne, würde ich ja fast sagen, nächste oder übernächste Woche. Ich weiß nicht, wie bei dir aussieht. Ich weiß nicht, was mit Corona ist, aber ist ja geschäftlich. Geschäftlich darf man ja reisen. Ne? Sollte funktionieren, ja. Ja, geschlecht. Können wir ja sogar videomäßig beweisen. Ja, klar, ja. Nee, bei mir ist auch alles bei Geschäftsreise, also von daher, das geht immer. Ja, genau. Weil dann würde ich sagen, ich weiß, ob wir nächste Woche nochmal live gehen sollen. Ich glaube, das macht eigentlich gar nicht viel Sinn, weil das wird nicht mehr spannend sein. Ich glaube, richtig spannend wird es erst, wenn du vor Ort bist, wir alles quasi für dann Ja. fertig haben. Ne? Dann wird es erst, glaube ich, richtig spannend. Das heißt, jetzt Genau. sind wir so, ja, wir haben jetzt Mitte April, also wahrscheinlich so Richtung Ende, ne? Nächste Woche. Spätestens übernächste Woche sollten wir das hinkriegen. Sehr gern. Kidoki. Kevin, was bleibt uns dazu sagen? Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, sagt gerne auf jeden Fall mal in den Kommentaren, was ihr von dem Projekt haltet. Wenn ihr von Anfang an dabei gewesen seid, wie schockiert ihr seid, wie gut das jetzt aussieht. Also ich erinnere nochmal an den Boden. Ich erinnere nochmal an die Küche. Du lachst ja, wir wissen warum. Kopfkino. Und dann zwei, drei andere Baustellen. Und wenn man dann jetzt sieht, was passiert ist, ist das ja schon
schon alleine das sehr, sehr aufregend und spannend. Ich bin echt gespannt, wie es dann final sein wird, wie sich das Bett legt. Da gab es ja auch den ein oder anderen Makel, den ihr da kommuniziert habt. Mal gucken, ob ich das beim Liegen spüre. Ansonsten müssen wir da halt auch nochmal eine Mail hinschicken. Aber ich denke, 6 Wochen für Reklamationen haben wir jetzt nicht noch oder wollen wir jetzt nicht noch in Kauf nehmen. Aber vielleicht ist ja der Support auch so freundlich und kommt uns ein bisschen entgegen oder so, was auch immer. Oder sagt, dass das total normal ist, dass das dazugehört, dass der Preis inbegriffen ist. Ja. Es sitzt, wackelt und hat Luft. Genau. Und ansonsten, ja, viel mehr bleibt mir am Ende nicht mehr zu sagen. Ja, genau. Also ich denke auch, wenn ihr nochmal gucken wollt, wie es vorher aussah, was Kevin ja schon mal kurz angeteasert hat, wir haben ja alle Videos hier live gemacht. Alle auf Facebook, ich glaube, bis auf eins, das bei YouTube haben wir das live gemacht, das zweite, glaube ich. Aber grundsätzlich, guckt einfach hier unten in der Timeline runter, da werdet ihr alle finden. Bei YouTube findet ihr, glaube ich, auch alle Videos, da könnt ihr auch mal nachschauen und dann könnt ihr einfach mal gucken, ja, wie die Wohnung aus der Vermietung kam. Das war eine Wohnung, die ja vorher regulär vermietet war, also eine reguläre, normale Vermietung, die man halt kennt, also ohne Möbel. Und wir haben uns halt darauf halt kurz dann konzentriert und überlegt, was machen sollten und dann uns kurzerhand entschieden, da halt so eine Kurzzeitmietung oder Kurzzeitvermietung mit Airbnb und wie die ganzen Portale da heißen, halt umzusetzen. Genau, also da könnt ihr auf jeden Fall sehen, was der Kevin gemeint hat. Wir haben ein bisschen was bautechnisch gemacht, ja, Böden entfernt, da waren über, ich glaube, zwei Lagen übereinander sogar. Dann haben wir ein bisschen Fliesen haben wir ausgetauscht und ein paar Möbel reingestellt, ein bisschen gestrichen, tapeziert und so weiter. Also da könnt ihr ziemlich gut sehen, wir haben eigentlich, ja, am Anfang vor allem sehr viel begleitet und sehr viel dokumentiert. Da hatten wir jede Woche ja montags immer 20:30 den Call, den wir jetzt halt heute mal haben. Genau. Ansonsten, ich würde jetzt mit Kelvin die finalen Sachen bestellen. Dann würden wir gucken, dass wir vielleicht in den nächsten 14 Tagen alles komplett ja, angeschafft kriegen, aufgebaut kriegen, hingestellt kriegen, Grundreinigung reinkriegen und so. Dann würde ich sagen, Kelvin, gucken wir, dass wir dann irgendwie eine gemeinsame Live-Sitzung hinkriegen. Auf jeden Fall dann halt nochmal zeigen, wie es final aussieht. Direkt aus der Wohnung am besten. Und ja. Dann musst du auf jeden Fall mal Probe schlafen, mal erzählen, wie es war. Und dann tun wir ein bisschen durch Essen und gucken uns andere Objekte an und gucken, was so geht. Genau. Das werden Und ich wir tun. lerne mal Gottschling Immobilien kennen. Das Imperium in Essen. Genau, wirst du zwangsläufig, wenn du zu uns kommst. Sehr gut. Cool, Genau. Und Kevin. dann stoßen wir mal an und trinken mal ein Bierchen zusammen. Oder einen Tee. Oder beides. Ja, du trinkst gerne, ich habe meinen Tee ist schon ausgetrunken, aber ja, ich habe momentan kein Bier im Büro. Tut mir leid. Das ist vernünftig. Dann Aber ich sitze ja zum Glück nicht im Büro, sondern zu Hause. ja, perfekt, Kevin. Dann würde ich sagen, merci, muchas gracias und arrivederci, ciao, ciao, ne? Machen wir genauso. Machen wir Genau. ganz genauso. Buenas noches. Hasta luego. Hasta pronto. Bis bald. Genau, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Wenn es in die finale Runde kommt und wir dann ganz stolz euch präsentieren, was wir alles so gemacht haben, wie es aussieht. Und ja, dann übrigens nochmal kurzer Hinweis: Ist das noch nicht ganz so fertig, weil wir uns gesagt haben, was spannend ist, ist natürlich, wie rentabel, wie spannend ist denn so eine Sache kaufmännisch gesehen? Es ist ja so, dass Kevin und ich finanziell uns ganz gut verstehen, aber es ist auch natürlich ein reiner Geschäftssinn auch dahinter. Das heißt also, es interessiert uns natürlich auch, wie ist die Vermietbarkeit, was sind die Einnahmequellen, was ist vor allem die Mehrmiete, ne? Also sprich, was ist das Gap, was wir bei der Regulärmiete kriegen und was ist das Gap, was wir jetzt kriegen bei der ja, Kurzzeitmiete und wie rentabel ist das dabei? Das sind nachher noch Sachen, wo wir gesagt haben, wir begleiten das noch nachher. Das heißt, wir werden, ich denke mal, 6, 4, 8 Wochen, 12 Wochen, also werden erstmal die am Anfang ziemlich knappe Zeitfenster nehmen und dann halt, ich sag mal, quartalsweise mal so einen kompletten Bericht dazu erstellen. Wir werden alle Zahlen offenlegen, das heißt, ihr werdet alle Einnahmen und Ausgaben eins zu eins sehen.
Ausgaben haben wir jetzt auch schon in einer von den Folgen auch schon komplett mit allen Anschaffungen, mit allen bisherigen Anschaffungen, mit Abschreibungsdauer haben wir schon ja, vorgestellt und dasselbe werden wir auch komplett mit den Einnahmen machen, damit ihr also auch selber sehen könnt, ob das vielleicht auch was für euch sein könnte, weil letztendlich geht es ja darum, ne, dass ob das eine spannende Alternative ist, wo man einfach sagen kann, vielleicht so ein bisschen reinmixen in den Bestand oder allgemein vielleicht auch zum Start was zu anfangen. Kann man damit Geld verdienen? Wenn ja, wie viel? Macht das Sinn? Macht das nicht Sinn? Ja, genau. Genau. Oder schwer vermietbare Objekte. Vielleicht etwas, was eh länger schon leer steht. Irgendwie, wo man sagt, na, ist das möglich? Ich bin zum Beispiel total, immer noch total geflasht. Katlenburg, das Beispiel habe ich immer mal wieder gebracht, weil es damals auch so aktuell war. Aber wir sind jetzt so krass ausgebucht, dass ich, ja, ich habe eine Preispolitik, ich kann nehmen, was ich will, gefühlt. Irgendjemand wird es schon fressen. Und gleichzeitig könnte ich zwei weitere Wohnungen dort aufmachen. Die wären voll. Also abgesehen von Wochenenden haben wir gerade eine ziemlich gute Auslastung in einem Dorf von ja, ungefähr 1000 Einwohnern. Also auch an solchen Ortschaften, wenn man denkt, boah, es rentiert sich nicht, da ist doch keine Sau. Überall sind Leute und überall wird gereist. Deswegen alles sehr, sehr spannend. Ich bin natürlich auf Essen sehr gespannt, auch wegen den DAX-Standorten. Aber natürlich auch einfach, um ja, neue Erfahrungen zu sammeln, mit dir zu gucken, was sich da ergeben kann, was da passiert. Dann wissen wir auch mal Kosten-Nutzen-Frage. Das ist natürlich für mich dann auch mal interessant, so ein Projekt jetzt so lange zu begleiten. Das hatte ich vorher noch nicht. Deswegen auch eine sehr coole Erfahrung. Und ich habe auf jeden Fall auch ganz viel gelernt in dieser Zeit hier und glaube, dass das ja, ein sehr, sehr schöner Abschluss wird bald. Und dann schauen wir mal, wie die Erfolge sind. Du hast es ja schon erwähnt. Wir verfolgen das alles ein bisschen, wir tracken das alles mit. Wir gucken, was für Anfragen reinkommen. Jetzt zur Corona-Zeit sind natürlich mittelfristige Vermietungen immer cool. Also wenn man so ein, zwei Monate am Stück vermietet bekommt, ist das immer eine größere Sicherheit, dass man sagen kann, okay, da ist der Gap dann nicht so groß, vielleicht. Aber vielleicht ist es wie in Katlenburg und es kommt keine langfristige Buchung, sondern immer wieder kurze und die treiben dann den Preis nochmal gut nach oben. Du hattest ja auch von der Entwicklung da im Gewerbegebiet gesprochen, direkt in der Nähe. Und genau, da kann also ganz viel passieren. Ich bin sehr gespannt auf den Markt, wie sich das da etablieren wird, auch wie sich die Wohnung einfügen wird in den aktuellen Markt in Essen und was da passiert. Denke aber, wir haben da einen sehr, sehr guten Eyecatcher, gerade auch was die Tapete angeht. Ja, auch als Kombi mit dem Bett ist mega. Also, ich habe das, wie ich anfangs schon sagte, egal wie ich es zeige, alle finden das echt cool. Also, das ist echt mega gelungen. Und das wird sich, glaube ich, bestimmt auch sehr, sehr gut als Titelbild, als Startbild auf jeden Fall in der Anzeige mega gut ankommen. Garantiert, ja. Das denke ich auch, ja. Ja, Schön, gut. Kevin. Genau, also wichtig war, selbst wenn wir durch sind einmal, wir haben nächste Sendung, wird auf jeden Fall die finale in Sachen Einrichtung sein. Und danach kommen nur noch Zwischenmeldungen von uns, wo wir nochmal die Zahlen und die Ausbuchungen, die Einnahmen, eventuell auch Mängel, Schäden, also alles, was auf der finanziellen Seite, also Zahlen, Daten, Fakten passieren wird, das ist das Einzige, was wir noch tracken werden oder wollen. Oder außerdem ist passiert natürlich was ganz Spannendes, dann natürlich auf jeden Fall auch dabei. Genau. Also nicht verpassen, wir werden es announcen, wenn es soweit ist. Weil wir momentan noch nicht absehen können, ob es wieder Montag 20:30 Uhr Termin wird, wissen wir aktuell nicht. Aber wie gesagt, folgt uns auf Facebook. Kevin, bei dir ist das der AirHerb-Podcast, dem man auf jeden Fall folgen sollte. Wenn man in dem Bereich Interesse hat, ist das auf jeden Fall etwas, was man mindestens hören muss. Ne? Sind auch sehr, sehr spannende Folgen mit dem Robert Lehleiter gerade online für alle, die den Steuerguru kennen in der Immobilienbranche. Also Steuerberatung at its best. Wir haben morgen, übermorgen den Folgetermin. Da gibt es dann nochmal was zur Buchhaltung. Also gerade könnt ihr auch ganz viel mitnehmen, gerade für den Start in so ein Business, gerade was man als Investor bedenken kann, was Vorteile sein könnten, Umsatzmiete, Umsatzsteuer ausweisen in der Miete etc. pp. Also da gibt es viele Möglichkeiten, die wir machen können, womit man spielen kann. Also hört da gerne mal rein. Das sind vielleicht dann die letzten Überzeugungspunkte.
die zu einer möblierten Vermietung führen. Kevin, kannst du mal kurz dann in die Kommentare deinen Podcast nochmal posten? Ich habe jetzt deinen Link nicht gerade parat, nur dass du Ja. vielleicht den für die Leute, die halt jetzt sagen, okay, warum nicht, ne? Dass er direkt griffbereit ist. Ansonsten, ich kann dich nur empfehlen, also ich habe ja den Kevin darüber kennengelernt. Wenn er so Interesse hat an Kurzzeitvermietung, Airbnb, Booking.com und wie auch immer das Ganze dich dann nennt, das Portal, da gibt es auf jeden Fall immer wieder coole Hinweise und Infos. Und vielleicht gibt es auch da Updates zu unserem Projekt, zum Mission Kurzzeitmiete in Essen. Genau. Ansonsten, ja, schön, dass ihr meine Gäste wart. Und Kelvin, hast du das Kommentar oder kommentiert? Weil dann würde ich nämlich sagen, sind wir auch schon ich raus. Ich habe kommentiert. Ach, sehr gut. Prima. Dann, liebe Freunde, genau. Macht's gut und wir sehen uns, wenn wir fertig sind und live gehen. Bis dann, bleibt alle gesund, Corona-frei. Alles Gute. Ciao, ciao. Ciao, ciao.